Liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute werfen wir den Blick zurück auf den Monat August. Es gab im August ja keine Bücherwoche von mir und so möchte ich euch aber trotzdem erzählen, welche Bücher ich gelesen habe und ja, euch so ein bisschen vorschwärmen von meinem YouTube-Pause-Monat, was ich im August alles ein bisschen gemacht habe. Neben Büchern habe ich auch Serien dabei und Filme dabei und eine kleine Ankündigung für einen Hangout, der dann in dieser Woche stattfindet und natürlich auch ein bisschen was zum Urlaub erzählen. Und ich glaube, damit beginnen wir tatsächlich mit dem Urlaub und meiner Auszeit. Ja, ich war jetzt ja den ganzen August gefühlt nicht auf YouTube. Ich habe keine Videos gedreht, ich hatte auch nichts vorgedreht. Ich bin wirklich ganz bewusst mal in eine Pause gegangen. War, ich glaube, tatsächlich die erste bewusste Pause, die ich genommen habe. Also klar, wenn man natürlich krank ist oder, also da hatte ich natürlich immer schon mal eine Auszeit, aber da ist man auch einfach krank, da kann man auch oftmals nichts planen. Ich sage jetzt mal so, das letzte Jahr habe ich ja wirklich versucht, so viel immer ein bisschen vorgedreht zu haben, dass eben auch meine Woche Krankheit so ein bisschen überbrückt werden kann. Aber ich habe mir das für den August jetzt einfach mal vorgenommen. Ich wollte weniger Videos schauen, ich wollte weniger auf Social Media aktiv sein und eben auch mal ganz bewusst keine Videos drehen, um auch einfach mal in mich zu gehen, um zu entspannen, um den Druck so ein bisschen rauszunehmen, Videos zu drehen. Ich möchte auch damit sagen, dass ich mir überhaupt nie Druck mache mit dem Lesen. Also wer da denkt, dass ich jetzt im August nichts gelesen habe, weil ich ja nichts zeigen musste, das war überhaupt nicht so. Also Lesen, fühle ich nie einen Druck. Lesen ist bei mir immer etwas ganz Entspanntes, etwas ganz Freiwilliges, das Schönste mit, was es irgendwie so im Alltag gibt. Und auch was Rezensionsexemplare oder Ähnliches angeht, sind ja einige auch bei mir eingezogen jetzt im August. Ich habe mir da aber überhaupt keinen Druck gemacht, dass ich die jetzt auch lesen müsste. Ich wusste auch einfach schon, dass ich im August, wenn möglich, vielleicht wirklich nur wenige Rezensionsexemplare bis gar keine lese, weil ich ja wusste, es gibt keine Bücherwoche und die dann im Grunde auf den September geschoben habe. Aber ich fühle da keinen Druck. Ich fühle da auch nicht, dass Verlage oder Ähnlichem Druck machen. Und jeder, der behauptet, das wäre so, der arbeitet dann wahrscheinlich einfach mit den falschen Verlagen zusammen. Also bei mir hat noch nie ein Verlag angeklopft und gesagt, hey Steffi, du hast jetzt 3 Wochen schon ein Buch von uns, wann hast du es endlich gelesen? Gab es noch nie. Also ich hatte einen Fall von einer Autorin und das war sogar eigentlich noch eine viel blödere Geschichte, aber das ist eine große Ausnahme in all der Zeit. Deswegen mache ich mir da nie Druck und habe auch nicht das Gefühl, dass ich mir den machen muss. Ich mache mir schon eher Druck, dass ich Videos drehen möchte, weil ich einfach viele Themen habe, die ich besprechen möchte. Ich habe auch verschiedene Formate und wo ich immer so dachte, Mensch, das willst du ja besprechen und der Tag klingt toll und da möchtest du auch irgendwie ein Teil von sein und eher darüber macht man sich dann den Druck. Und dass man dann eben auch einfach sagt, man möchte ja so eine gewisse Regelmäßigkeit haben. Ich muss ehrlich sagen, ich habe dieses Gefühl nicht mehr. Ich fühle überhaupt keinen Druck mehr. Ich möchte jetzt wirklich anfangen, vielleicht auch das ein oder andere Format ein bisschen wegzulassen, vielleicht nur noch alle 2 Monate zu machen und dafür wirklich auch über andere Dinge als Bücher zu sprechen. Und ja, das ist natürlich hier im BookTube-Kanal. Ich meine, es heißt auch nicht umsonst Lady of the Books. Aber diese Lady, ich bin eben auch einfach noch viel, viel mehr als nur Bücher. Und ihr merkt es ja immer schon in den Bücherwochen. Ich spreche gerne über Serien, über Filme. Das ist auch eine große Leidenschaft von mir immer mal. Kommt auch ein bisschen Musik dazu. Das ist natürlich jetzt nichts, was man großen Aufzug ziehen kann, weil dazu bin ich nicht intensiv genug in dieser Szene drin. Aber es gibt viele andere Dinge, die mich beschäftigen. Nachhaltigkeit, Yoga, wir hatten den Achtsamkeitsmonat. Ich bin nach wie vor ein totaler Duftkerzen-Junkie. Ich liebe es, wenn die Räume wunderbar duften und ich bin einfach der Meinung, dass das alles auch irgendwie ich bin und dass alles diese Lady of the Books eben auch ausmacht und ich möchte das einfach ein bisschen mehr mischen. Ich möchte mehr über Bücher, neben den Büchern mehr über Filme und Serien und Kerzen, Nachhaltigkeit sprechen, Dinge, die irgendwie auch meinen Alltag beeinflussen und die ja mich einfach zu dem auch machen, der ich irgendwie bin. Und ich möchte das einfach ein bisschen mehr mischen und ich nehme mir trotz Books im Namen einfach das heraus, auf meinem Kanal das zu machen, was ich möchte. Und jeder, der sich eben nur für die Bücher interessiert, der freut sich eben einfach auf die Bücherwochen und auf die Neuzugänge und auf das ein oder andere Video zum Thema Bücher und ignoriert die anderen eben einfach. Oder klickt mal rein und merkt, okay, vielleicht ist das doch irgendwie ein Thema, das ihn interessiert. Und so wird jetzt auch dieser Monatsrückblick kein Büchermonat, sondern wirklich ein Rückblick auf den August, was so alles ein bisschen passiert ist, was ich alles gemacht habe, was mir gefallen hat, was mir nicht gefallen hat.
gefallen hat. Wie gesagt, ich habe auch zwei Serien dabei, wobei zu der einen Serie, da habe ich ja jetzt schon ein bisschen länger in dem vorangegangenen Video gequatscht. Aber ja, das möchte ich also ein bisschen besprechen. Und ja, es wird einfach ein bisschen gemischter auf meinem Kanal. Vielleicht gibt es auch mal den einen oder anderen DM-Haul mit tollen Produkten, die mich irgendwie überzeugen und vielleicht auch, warum ich diese kaufe, weil ich da doch auch ein bisschen eigensinniger geworden ist. Und ja, eben auch zum Beispiel kommen jetzt ganz viele Buchverfilmungen raus und das werde ich euch oder habe ich euch das schon erzählt? Nein, das werde ich euch jetzt noch die kommenden Tage erzählen. Oder habe ich schon erzählt? Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie mein Videoplan aussieht. Wie ihr merkt, ich bin noch ein bisschen wirr, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Beziehungsweise also kommen jetzt noch in 2019 einige Buchverfilmungen und über die möchte ich dann natürlich auch so ein bisschen sprechen. Ja, das so viel des Vorgeplänkers, der Gedanken, die ich mir im Urlaub gemacht habe. Und ich war ja nicht nur in der YouTube-Auszeit, beziehungsweise hatte nicht nur 3 Wochen Urlaub, sondern war im Urlaub ja auch schon in Münster. Das habe ich euch, glaube ich, noch in der letzten Bücherwoche erzählt, weil das genau das Ende sozusagen vom Arbeiten war der Anfang vom Urlaub und ich war eine Woche in Ägypten und das war wirklich eine wunderschöne Woche. Wir hatten ein tolles Hotel, einen wahnsinns langen Strand, wir hatten ja richtig schönes Wetter. Also ich meine, in Ägypten geht ja unter 40 Grad im August nichts und ja, ich höre alle Sommerhasser jetzt aufstöhnen, behalte den Stöhner einfach bei euch. Mir hat es nämlich gefallen. Und ich kann verstehen, dass das vielen zu heiß ist und das ist auch absolut in Ordnung, aber es ist genau mein Wetter. Und Ägypten, wenn da so 2, 3 andere Dinge gegeben wären, wäre das auf jeden Fall mein Traumland und auch vielleicht tatsächlich zum Auswandern. Aber wie gesagt, das ist da ja nicht allzu einfach und da einfach mal ja jedes Jahr Urlaub machen oder so ist immer was anderes, als dann hinzuziehen. Aber das käme bei mir vom Wetter zumindest in die nähere, ja, eigentlich zum Wunschdomizil, dass man da mal sagt, da verbringt man irgendwann mal die letzten 30 Jahre in seinem Leben. Wie ihr seht, ich rechne das gut hoch. Ja, war eine richtig schöne Zeit. Wir sind Quad gefahren. Wir haben einen Bootsausflug gemacht mit Schnorcheltouren. War richtig, richtig schön. Wir haben uns die Sonne auf dem Pelz scheinen lassen, wie man so schön sagt. Waren viel im Meer und es war wirklich eine ganz, ganz tolle, erholsame Woche. Hat mir sehr gut gefallen, sehr gut getan. Und ich bin danach so ein bisschen in Post-Holiday Stimmung runtergefallen. Also es hat wirklich so 2 Wochen gebraucht, bis ich so ein bisschen wieder zu Hause angekommen bin. Ich fühle mich immer noch nicht ganz wieder daheim, aber es wird auf jeden Fall schon besser. Und umso mehr Routine jetzt natürlich reinkommt, das fing an, als ich wieder mit meinem Yoga angefangen habe, mit meiner Meditation, auch jetzt so mit dem Videodreh, als es wieder losging, so ein bisschen mehr diese Routine in der Arbeit, Mittagspausen, mit die ich mit lieben Menschen verbracht habe, nach der Arbeit mit Freunden. Umso mehr diese Routinen kamen, umso mehr bin ich jetzt auch wieder so hier angekommen, umso mehr bin ich auch irgendwie wieder ich, aber ja, es hat irgendwie diesmal doch seine Zeit gebraucht. Es war eine wunderschöne Urlaubszeit. Es war auch wirklich ganz toll in Ägypten. Kann ich wirklich nur empfehlen. Man muss sich da auch als Frau, finde ich persönlich, überhaupt keine großen Gedanken machen. Und ja, wenn man also jetzt zumindest jetzt mal in der Hotelanlage und drumherum bleibt oder auch bei den Ausflügen, ich finde, da haben immer alle irgendwie ein Auge aufeinander und das finde ich auch ganz gut. Kairo würde ich tatsächlich ein bisschen meiden. Da habe ich jetzt auch schon im Kollegenkreis so ein bisschen was gehört, wie es da aktuell ist. Das ist vielleicht ein bisschen kritischer. Theoretisch auch nicht. Ich meine, man könnte auch in Deutschland irgendwo dazwischen geraten, aber ja, auf jeden Fall eine schöne Urlaubszeit, habe das sehr genossen und werde mir auch einige Dinge, die ich im Urlaub gut finde, denke ich, einfach mit in den Alltag nehmen und hoffentlich auch ein bisschen beibehalten. Ja, dieses Mal jetzt im Grunde der Büchermonat mit noch ein bisschen anderen Dingen. Ab nächster Woche gibt es dann die reguläre Bücherwoche. Ich werde an der festhalten, ich werde aber vermutlich ein bisschen was darin verändern. Dazu dann, denke ich, aber auch nächste Woche ja ein bisschen mehr. Einfach, weil jetzt natürlich der August komplett im Monatsrückblick ist und jetzt die erste Septemberwoche, die jetzt war, ist dann ja erst nächste Woche in der Bücherwoche dran. Und dementsprechend kommt dann nächste Woche die Bücherwoche. Kleine Vorankündigung noch, am 12. September habe ich einen Gast auf meinem Kanal, auf den ich mich wirklich sehr freue, und zwar den lieben Björn Lauer. Jetzt werden alle sich fragen, wer ist Björn Lauer? Ja, Björn hat letztes Jahr die Kingsiana in Frankfurt unterstützt, hat mit uns auch den Hangout gemacht, hat uns die Filiale gezeigt, war Sonntag früh noch fleißig mit bei uns dabei, als wir die Videos gedreht haben. Und er ist eben seines Zeichens Buchhändler, aktuell Marketingleiter der Filiale in Frankfurt und ist jetzt Juror beim Deutschen Buchpreis. Und ich dachte mir, wenn du schon mal jemanden kennst,
wer da tatsächlich irgendwie involviert ist, da möchte ich mehr wissen. Ich bin jetzt nicht der größte Fan der Auswahl des Deutschen Buchpreises, da werden wir dann auf jeden Fall auch noch zu sprechen kommen, aber ich finde das mega spannend, was da so hinter den Kulissen ist und die Bücher und welche Menschen dahinter sind, und ich finde das einfach mega spannend, und überhaupt ist Björn für mich auch ein sehr interessanter Mensch gewesen, auch was die Gespräche so in Frankfurt waren. Ich verfolge ihn auch auf Instagram, ja, da hat er so wunderschöne Fotografien zusammen mit so kleinen Poesie, Haikus, glaube ich, nennen die sich. Und ja, dazu würde auf jeden Fall, denke ich, auch ein bisschen noch was erzählen. Also wenn ihr Lust habt, da ein bisschen mit dabei zu sein, Fragen zu stellen, wenn ihr die vorab vielleicht schon stellen wollt, weil ihr an dem Tag nicht live dabei sein könnt, dann gerne hier auch unten in die Kommentare. Ich werde auch auf Instagram noch einen Post machen. Findet ihr auch unten in der Infobox. Könnt ihr mir gerne jederzeit schreiben. Und ansonsten sind wir am 12. September live. Und ja, so 19:30 Uhr, glaube ich, haben wir uns festgelegt. Ich glaube, das ist eine ganz gute Zeit. Und seid dann einfach gern live dabei, stellt eure Fragen zum Deutschen Buchpreis, zum Buchhandel, alles, was ihr da vielleicht schon mal wissen wollt, ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ja, jetzt denke ich, fangen wir einfach mal mit den Büchern an. Jetzt so viel gequatscht, aber ich glaube, es war jetzt auch nicht ganz unlangweilig. Nein, es war nicht ganz unspannend oder langweilig, je nachdem wie, ja. Wortfindungsstörungen sind nach wie vor da. Ja, ich habe im August 13 Bücher gelesen, was ich tatsächlich ganz gut finde. Ich habe sogar eigentlich die Befürchtung gehabt, dass ich einstellig werde, weil ich doch so Phasen drin hatte, wo ich mal so einen ganzen Tag gar nicht gelesen habe. Insgesamt sind es 4190 Seiten. Ja, ich bin ein Statistikmädel, von daher schreibe ich mir das auf, und es sind im Durchschnitt 135 Seiten am Tag. Und wie ihr merkt, ist das relativ wenig, was tatsächlich damit zusammenhängt, dass ich im Urlaub ein bisschen weniger lese, aber das gar nicht unbedingt bewusst mache. Eigentlich hätte ich ja viel, viel, viel mehr Zeit. Aber gerade zum Beispiel an der Woche im Strand, wo dann viele Leute sagen, ja, du liest ja in der normalen Woche 3-4 Bücher, da schaffst du da bestimmt das Doppelte. Nein, also ich habe da, glaube ich, auch tatsächlich nur 3 Bücher gelesen. Ja, 3 Bücher. Im Vergleich ja relativ wenig, aber weil ich am Strand auch tatsächlich einfach da liege oder sitze oder im Wasser bin und mir das Meer ansehe. Also ich kann stundenlang aufs Meer schauen und ja, oder auch mein Sudoku lösen, oder ich habe auch in der True Crime Zeitschrift gelesen, die was meine Freundin mit dabei hatte, und ja, das ist ja einfach ja eine schöne Zeit, dementsprechend einfach weniger gelesen. Zudem hat man natürlich auch einfach Unternehmungen, wo man sagt, da nimmt man einfach auch kein Buch mit, da liest man nicht, wenn man am See mit Freunden ist, wenn man zum Shoppen fährt, zum Bummeln, man trifft Leute, da ist dann einfach nicht die Zeit fürs Lesen. Dementsprechend sind es nur 13 Bücher geworden, beziehungsweise eigentlich ein ganz normaler Monat. Ja, mit einfach auch, glaube ich, so ein bisschen dünneren Büchern, weil wir auch einfach relativ dünne Bücher im Urlaub dabei hatten und für mich auch absolut fein sind. Es sind 9 echte Bücher gewesen, 2 E-Books und 2 Hörbücher. Auch hier sieht man, ich habe jetzt einfach mal ganz bewusst auch im Urlaub zu den echten Büchern gegriffen. Aus dem Grund, dass ich sage, E-Books sind für mich einfach perfekt für unterwegs. Gerade zwischen der Arbeit oder Ähnlichem höre ich ja gerne Hörbuch, oder wenn man irgendwo sitzt und wartet, ist ein E-Book einfach immer praktischer, und ich wollte jetzt eben einfach mal die Zeit nutzen, da auch echte Bücher zu lesen. Ich habe 4 abgebrochene Bücher und 2 Highlights. Ja, also wie man sieht, war mein Griff da nicht immer gewohnt gut, aber das passiert eben auch einfach mal. Und wir fangen jetzt einfach mal chronologisch an, wie ich die Bücher beendet habe. Das erste Buch, da habe ich mir sogar noch Notizen reingeschrieben, ist ja faszinierend, wer hätte das gedacht, dass Steffi hier so im Urlaub noch, ich kann mich da gar nicht dran erinnern, aber es freut mich. Das erste Buch des Monats war African Queen von Helge Timmerberg, und ich werde jetzt wirklich eher durch die Bücher huschen, nicht sehr viel über die normalen Bücher sprechen, über die Highlights vielleicht ein bisschen mehr, aber wir wollen das Video ja in einem normalen Rahmen halten, und ja, wir reisen, wie es das Buch schon verspricht, ja, nach Afrika mit Helge Timmerberg und seiner Freundin. Ich habe mir das als Mängelexemplar ja bei Thalia mitgenommen und war sehr gespannt auf dieses Buch. Ja, er ist 7 Monate in Afrika unterwegs, von Nord nach Süd, von Ost nach West.
Er ist persönlich jetzt nicht der größte Fan von Afrika. Das hat ihn mir ein bisschen unsympathischer gemacht, weil in Afrika schlägt ja absolut mein Herz. Mir hat das Buch gut gefallen. Ich habe mir jetzt, glaube ich, 3 Sterne aufgeschrieben und notiert, weil ich fand einfach so, dieses Afrika-Feeling kam relativ spät. Das hätte auch auf jedem anderen Kontinent spielen können. Mir ist Helge Timmerberg auch viel zu selbstverliebt. Ist der Tollste, der Beste, der Coolste. Und das hat mich an mancher Stelle doch sehr gestört. Ja, er mag so sein. Es ist eine wahre Geschichte. Also es ist einfach, so ist er. Aber ich konnte mit ihm nicht ganz so viel anfangen. Und was mich sehr gestört hat, sind seine Liebesprobleme. Dieses Jammerige und ich weiß auch nicht. Also ja, wo ich mir dachte, du bist doch ein erwachsener Kerl. Ich weiß gar nicht, wie alt Helge ja ist. Hab schon wieder verdrängt. Ich glaube, irgendwo habe ich es gelesen, wie alt er ist. Aber auf jeden Fall ein bisschen älter. Ist er 50? Ich weiß, also ein bisschen älter klingt jetzt so gemein, aber halt kein 16-jähriger Teenie, der da Liebesprobleme hat. Und er benennt sich auch Abenteurer und Klobetrotter und ja, es hieß hier so schön, ein hintergründiges, lebenskluges und lustiges Buch. Ja, ich fand es weder lustig, noch lebensklug, noch irgendwas. Ich fand es okay, es hat mich unterhalten, mehr aber auch nicht. Ist auch ein Buch, was direkt im Grunde wieder ausziehen wird, wo ich so denke, ja, hat mich mal unterhalten, aber mehr tatsächlich auch nicht. Ganz anders, das zweite Buch, was sich um Reisen ja im Grunde beschäftigt hat, #10 Tage, in 10 Tagen um die Welt von Christoph Karasch. Ein absolutes Highlight-Buch, was ich absolut gefeiert habe und auch noch feiere, ist mir sehr im Gedächtnis geblieben. Ebenfalls ein Menge-Exemplar von der Thalia. Wie ihr seht, ich war da irgendwie in Urlaubsstimmung. Christoph Karasch ist manchen vielleicht bekannt. Das ist ein Reiseblogger oder auch Videoblogger. Und der hat sich irgendwann Gedanken darüber gemacht, was man so in 10 Tagen erleben kann. Und dass das doch eigentlich eine coole Zeit wäre, um eine Weltreise zu machen. Jetzt werden natürlich viele sagen, eine Weltreise in 10 Tagen. Ja, er hat tatsächlich 5 Städte bereist in 10 Tagen auf allen Kontinenten. So sieht im Grunde die Tour auch aus. Und er ist mit der Zeit sozusagen geflogen, um den Jetlag so ein bisschen zu umgehen, hatte fast nur Nachtflüge und zeigt uns eben, was man in 10 Tagen alles erleben kann. Und natürlich, von der Nachhaltigkeit wollen wir mal nicht anfangen. Das kann einfach nicht nachhaltig sein, so viele Flüge, so viel in so kurzer Zeit, gar keine Frage. Aber das Buch ist einfach faszinierend gewesen, was er alles gemacht hat, wie er daran gegangen ist, wie er seine Zweifel zur Seite geschoben hat, wie er auch seine Community eingebunden hat, denn die durften die Städte wählen, Tätigkeiten vor Ort wählen, und er zeigt uns eben, was in 10 Tagen möglich ist und dass er viel, viel mehr erlebt hat als so mancher, der eben 3 Wochen nur am Strand liegt. Und da hat er absolut recht. Da kann ich mir im Grunde auch selbst sagen, ja, natürlich hat er viel mehr gesehen in den 10 Tagen, wie ich in 7 Tagen Ägypten. Aber das ist auch manchmal nicht das Ziel. Ich fand ihn auch einfach super sympathisch. Er hat so viele tolle Gedanken, Ideen zu diesen Ländern, wo er reist. Überhaupt seine Gedanken zur Welt fand ich toll. Ein absolutes Highlight, hat mir unglaublich gut gefallen. Und das ist auch, glaube ich, tatsächlich ein Buch, was ich nicht nur einmal in meinem Leben lese, sondern was mich öfter mal begleiten wird. Und ich auf jeden Fall immer mal, da auf jeden Fall reinschauen werde. Und es bestimmt auch nochmal lesen werde. Einfach um gerade zu den Städten, Ländern, die ihr hier besprochen habt, mir da einfach nochmal ein Bild zu machen. Ganz, ganz toll. Großes Highlight, habe ich mir da auch Notizen reingeklebt? Nein. Da dachte sich die Steffi, das wird sie sich schon merken bis zum Ende des Monats. Dann habe ich das erste Hörbuch im Monat gehört, und zwar war das Land of Stories, der erste Teil von Chris Colver. Bisher gibt es im Original, soweit ich das auf Amazon gesehen habe, 6 Bände. Der zweite Teil ist, glaube ich, jetzt auch im Deutschen erschienen. Also wer gerne Englisch liest, könnte hier im Grunde auch die Reihe komplett wegsuchten. Und Chris Colver ist wohl durch die Serie Glee auch irgendwie ein bekannter Schauspieler. Ich kenne die Serie nicht, habe die, glaube ich, mir 2, 3 Folgen angesehen, konnte mich damals nicht so richtig einfangen. Deswegen sagte mir der Name nichts. Es ist tatsächlich eher ein Kinderbuch. Es ist eine Märchenadaption und wir treffen auf die Zwillinge Alex und Connor. Und die beiden erleben eben in dieser Märchenadaption die Märchen, die wir bereits kennen, und erleben die im Grunde mit einem neuen Leben in oder wecken auch neues Leben in bekannten Märchenfiguren. Ich fand die Idee wirklich großartig. Ich mochte diese Idee dieser Märchenadaption, dass hinter den Charakteren eben etwas anderes steckt, als wir vielleicht einfach nur durch eine Geschichte erleben, weil es ist ganz klar, wir sind ja
ja auch nur bei den Märchen, die wir kennen, zu einem gewissen Zeitpunkt mit dabei. Und ich fand es schön, dass man eben so Geschichten einfach mal anders erlebt. Und das hat mir auf jeden Fall auch schon großen Spaß gemacht. Was bei mir so ein bisschen der Kritikpunkt ist, ist, dass es doch sehr kindisch ist. Und ja, da kann man natürlich auch sagen, Harry Potter ist an mancher Stelle ein bisschen kindisch. Gibt auch genügend andere Bücher, wo das zutrifft, das stimmt. Aber ich hatte hier schon das Gefühl, dass man das wirklich auch einem 5-, 6-Jährigen vorlesen könnte. Und das war mir persönlich eben einfach eine Spur zu kindlich und auch zu kindisch. Und auch manchmal, wie was erzählt wurde, es wurde schon manchmal so drumherum geredet, um einfach zu sagen, man erzählt das einem Kind. Und dafür bin ich halt dann auch einfach nicht die Zielgruppe, da bin ich 30 Jahre zu alt. Dennoch hat es mir wirklich gut gefallen und ich werde die Reihe auf jeden Fall weiterhören. Dann saß ich im Flugzeug nach Ägypten und hatte Flug und Angst dabei. Und ja, jetzt kann natürlich jeder sagen, Steffi, bisschen verrückt. Ja, das bin ich definitiv. Es war totale Absicht, dieses Buch im Flugzeug zu lesen. Es sind Kurzgeschichten herausgegeben von Stephen King und Beth Vincent. Und ich habe jetzt tatsächlich schon mitbekommen, dass viele sich darüber aufgeregt haben, empört waren, dass nur eine Geschichte von Stephen King ist. Es heißt aber hier vorne halt auch herausgegeben von. Und es sind halt noch viele andere Autoren dabei. Nicht sehr viele, die man so kennt, gefühlt. Man kennt vielleicht wirklich Arthur Conan Doyle. Ich kannte noch E.C. Tubb, Dan Simmons, Jodie Goodfellow, wem kennen wir noch? Joe Hill ist ja der Sohn von Stephen King, Ray Bradbury, auch Beth Vincent, hat mir vorher nichts gesagt, aber ja. Und James Dickey, Peter Drayman und es gibt ein Nachwort von Beth Vincent und eine Einleitung von Stephen King. Denn es geht in diesem Buch wirklich eher mal um ein Thema und zwar um Flug. Und um Angst. Es geht nicht unbedingt um die Flugangst, sondern es sind eben hier kombinierte Geschichten aus Angst und was in einem Flug passieren kann, in einem Flugzeug, drumherum, was da vor sich gehen kann. Ich finde es schön, wenn es Kurzgeschichten gibt, die so ein Thema behandeln. Bei Stephen King ist das ja oft so, dass da einfach 10 willkürlich scheinbar zusammengefasste Kurzgeschichten in einer Sammlung drin sind, die gar keinen gemeinsamen roten Faden haben. Hier haben wir das. Wir befassen uns eben mit Fluggeschichten mehr oder weniger. Es sind reelle Geschichten dabei, also reelle im Sinne von, sie spielen in der Jetztzeit und haben irgendwie was Echtes. Ja, das klingt jetzt total bescheuert. Wir haben aber auch Geschichten, die natürlich ein bisschen Science-Fiction sind, die geschichtlich sind. Ich persönlich muss ehrlich sagen, ich fand Geschichten soweit alle okay. Ich habe eine nicht gelesen, die hat sich um den Flugtrupp im Zweiten Weltkrieg beschäftigt. Die habe ich direkt überblättert. Ich fand, dass 4 geile Geschichten da drin sind. Unter anderem die von Joe Hill. Ich fand auch die von Stephen King toll. Und ich mochte auch besonders, ja, die ist mir auch nach wie vor in Erinnerung geblieben, Lucifer von E.C. Tubb. Und jetzt müsste ich noch darauf kommen, was die 4. war. Ich habe mir da leider keinen Strich irgendwie dran gemacht, dann am Strand. Ob es die Zombies waren, es könnte tatsächlich sein. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich mir notiert 4 sehr geile Geschichten. Der Rest war gut. Es war jetzt keine dabei, die ich irgendwie langweilig fand. Wie gesagt, die vom Zweiten Weltkrieg habe ich überblättert. Und das Buch wurde dann am Strand beendet und hat mir gut gefallen. War eine schöne Sammlung und hat auch einfach Spaß gemacht. Dann ein Buch, zu dem ich wohl selbst nicht gegriffen hätte. Ich habe das auch schon gleich bei den Neuzugängen im Juli erzählt. Finde mich jetzt von Katinka Engel. Ein Auftakt einer Trilogie bzw. einer Serie, die im Grunde irgendwie halt immer in der gleichen Welt spielt, die uns bekannte Charaktere zeigt. Und es wird ja einen zweiten und dritten Teil eben geben. Der nächste kommt, glaube ich, im Dezember raus oder im November, heißt Halte mich hier und dann kommt Liebe mich für immer. Und das sieht von vorne richtig schön aus. Ich weiß zwar nicht, wer sich seine Bücher so am Ende ins Regal stellt, aber optisch auf jeden Fall eine Schönheit, auch hier von hinten. Habe ich am Strand gelesen. Es war ein unangefragtes Rezi-Buch, deswegen muss ich dafür jetzt auch im Grunde keine lange Rezi verfassen. Und in dem Buch geht es um Tamsin und Rice. Und bei Rice hat mich direkt gestört, dass er Bolton mit Nachnamen heißt. Ja, wir erinnern uns alle an Ramsay Bolton und meine Albträume. Ja, das ist natürlich etwas, was mich immer so ein bisschen schlucken lässt, aber es ist eben einfach so, ja. Ja, ich hätte zu dem Buch nicht gegriffen, weil es für mich schon ein klassisches New Adult Buch ist. Ich muss dem Buch aber hoch anrechnen, dass ich erst nach 200
Seiten mit den Augen gerollt habe zum ersten Mal. Das Buch ist sehr locker, sehr leicht, sehr modern, sehr frisch geschrieben. Man kommt gut rein in die Geschichte. Wir erleben die beiden Charaktere. Uns werden die näher gebracht. Wir erleben Tamsin, was sie so ein bisschen mitgemacht hat, und auch Rice, der eben nach 5 oder 6 Jahren aus dem Gefängnis rauskommt. Die beiden treffen aufeinander, empfinden irgendwie was füreinander, wie es natürlich einfach in so einer Geschichte ist. Sie verhalten sich relativ erwachsen bis zur besagten Seite 200, wo dann der erste Augenroller kam. Es hat mich gut unterhalten. Ich möchte das wirklich überhaupt nicht schlecht reden. Es ist etwas, wo ich sage, okay, es hat für mich perfekt gepasst in den Urlaub, an den Strand, in den Sommer. Es hat mich unterhalten, es war luftig, es war leicht. Es hat das Leben einfach dieser beiden Charaktere beleuchtet, das Miteinander. Und war auch ein bisschen flirty, ein bisschen prickeln, fand ich wirklich richtig schön. Und es hat für mich einfach perfekt in den Urlaub gepasst. Ich könnte mir vorstellen, dass ich es, wenn es nicht am Strand gewesen wäre, vielleicht tatsächlich auch schon eher irgendwie weggelegt hätte. Es gab für mich jetzt nichts, was mich total aufgeregt hat oder was mich genervt hat. Ich fand es wirklich gut und es hat mich unterhalten. Und mehr muss so ein Buch auch für mich im Urlaub nicht machen. Und das ist eben, und das meine ich überhaupt nicht nachteilig oder böse, es ist eben leichte Literatur und das braucht man eben auch mal. Und es war für mich eben auch einfach perfekt im Urlaub. Und deswegen fand ich das okay, fand ich schön. Und wer sowas gerne liest, ich glaube, wem manches vielleicht zu schwülstig ist oder auch manchmal die Charaktere zu jung, zu jugendlich agieren, obwohl sie ja dann manchmal schon Anfang 20 sind. Ich glaube, hier hat man wirklich Charaktere geschaffen, die mir gut gefallen haben. Ich habe leider den Fehler gemacht und hinten ist eine Leseprobe drin vom zweiten Teil. Und dann weiß ich jetzt natürlich schon, um wem der zweite Teil geht. Und eigentlich finde ich gerade sie, die jetzt im zweiten Teil kommt, fand ich jetzt hier im ersten Band schon einen sehr spannenden Charakter. Und ich überlege tatsächlich, ob ich auch den zweiten Band lesen werde. Und das, ja, weil auch der Schreibstil von Katinka Engel wirklich schön war. Also ich sonst käme diese Überlegung, glaube ich, gar nicht in meinem Kopf. Mal sehen, ob der zweite Teil bei mir einziehen wird. Dann ein Buch, das wir mit im Urlaub hatten, das meine Freundin dabei hatten. Wir hatten uns vorher ein bisschen abgesprochen, wer nimmt welche Bücher mit. Das war der erste Teil von Darringham Hall, Das Erbe von Katrin Taylor. Und hier musste ich, es war okay. Also ich habe es tatsächlich auch im Urlaub gelesen, am Strand gelesen. Ich habe, glaube ich, in 2 Tagen auch dieses Buch durchgelesen gehabt, oder lassen wir es 3 gewesen sein. Wir treffen hier auf die Tierärztin Kate, die auf Ben trifft, der seine Geschichte oder sein Gedächtnis verloren hat, der Erbe aber von Darringham Hall ist und aus den USA jetzt nach England gekommen ist. Und wie es dann natürlich so will, die beiden verlieben sich und irgendwann finden die natürlich heraus, wer hier wer ist. Und ich hatte so ein bisschen Hoffnung, dass es ein bisschen mehr an Downton Abbey herangeht, dass es ein modernes Downton Abbey ist, für mich nicht so richtig. Meine Freundin war sehr angetan von dem Buch und ich kann auch tatsächlich verstehen, warum man davon begeistert sein kann, und sie hat mir das auch richtig schön erzählen können und rübergebracht, und das hat mir dann natürlich auch Lust auf das Buch gemacht. Ich war aber an sehr vielen Stellen von der Geschichte und den Charakteren genervt. Also ich hatte viel mehr Augenroller in Darringham Hall als zum Beispiel bei Finde mich jetzt, was mich selbst total erstaunt. Es war mir vielleicht wirklich eine Spur zu soaplastig und ich konnte mit diesem Gefühlshoch und runter nicht so richtig was anfangen. Also auf der einen Seite, sie hassen sich, sie lieben sich, dann sind sie böse aufeinander, dann sehen sie sich, dann flirten sie wieder und das ging mir alles viel zu schnell. Eine Reihe, die ich nicht weiter verfolgen werde. Ich fand's okay. Es war auch wieder gut für den Strand, aber es wäre jetzt nichts, was ich wirklich weiterempfehlen würde oder sagen würde, das muss man gelesen haben, und auch gar nicht mit dem Ansatz, dass es irgendwie so sein könnte wie Downton Abbey. Überhaupt nicht. Dann das erste Hörbuch nach meinem Urlaub, als ich wieder zu Hause war, war dann Fäulnis von Siri Patterson. Das ist der zweite Teil der Rabenringe-Reihe. Ich habe den ersten Band ja auch bereits gehört und war ja vom ersten Teil sehr, sehr angetan. Den zweiten Teil habe ich dann tatsächlich nach einem Drittel circa abgebrochen. Ich war total verwirrt vom zweiten Teil. Ich wusste am Anfang überhaupt nicht, wo bin ich, wer bin ich und was bin ich. Und fand auch, dass der Stil auf einmal ganz anders war. Da kam mir dann schon der Gedanke, hat das jetzt jemand anders geschrieben? Aber ich, bin überhaupt nicht in die Geschichte reingekommen. Ich habe gar nicht verstanden, was das mit dem ersten Teil zu tun hatte. Ich hatte auch einen Moment überlegt, hängt es damit zusammen, dass der erste Teil halt jetzt dann doch schon 3 Monate, 4 Monate her ist. Habe ich ja, glaube ich, im April gehört.
Aber das darf eigentlich nicht passieren. Und ich war dann so frei, auch mal 2, 3 Rezensionen zu lesen. Und da ging es wohl ganz vielen so. Und ja, ich habe ja schon den großen Hype zu Band 1 nicht verstanden, weil es für mich einfach sehr gelungene High Fantasy war, aber mehr ja im Grunde auch nicht. Also es war toll, es war, glaube ich, für mich auch ein 5-Sterne-Buch auf Lovely Books. Ich bin ja nicht so der Sternevergeber, das ist ja eher was ich für mich so ein bisschen mache, weil ich sage, es gab nicht viel zu meckern, außer dass es halt althergebrachtes aus dem High Fantasy ist, was halt einfach mal ein bisschen neuer umgesetzt wurde mit einer coolen Story, mit einer tollen Idee. Aber der zweite Teil konnte mich leider irgendwie nicht fesseln. Dementsprechend wird auch der dritte Teil nicht bei mir einziehen, der ja dann, glaube ich, heißt Die Gabe, ist ja jetzt auch schon da. Ja, fand ich sehr schade, vor allem, weil ich Siri Pettersen auf der Leipziger Buchmesse auch super sympathisch fand und eigentlich mir gewünscht hätte, dass mich diese Reihe so fesselt und begeistert wie viele andere, aber leider irgendwie nicht. Ja, ein Buch, das ich ja auf dem Rückflug noch begonnen habe, war dann Circe, also beziehungsweise Ich bin Circe von Madeline Miller. Für mich auch ein absolutes Highlight-Buch. Wobei, dann habe ich jetzt schon 3 Highlights. Habe ich mir das vorhin falsch aufgeschrieben? Moment, ich muss mal spicken. Es sind 3 Highlight-Bücher, nicht nur 2. Haha, Gott sei Dank. Wobei, dann sind es wahrscheinlich auch nur 3 abgebrochene, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich weiß gar nicht, habe ich die jetzt schon... Ich muss mal kurz hier spicken, Moment. Wahrscheinlich habe ich mich da dann irgendwo verzählt. Genau, es sind dann 3 abgebrochene Bücher. Ich brauche mal kurz meinen Spicker. 1, 2, 3 und 3 abgebrochene. Ah, okay, das macht doch den Schnitt gar nicht mal so schlecht. 3 abgebrochene und 3 Highlights. Ich finde, das ist ja bei 13 Büchern dann gar nicht so schlecht. Entschuldigt. Ja, Madeline Miller ist manchem vielleicht bekannt. Sie hat auch das Buch Das Lied des Achilles geschrieben. War mir überhaupt nicht bewusst, als ich das Buch gelesen habe. Das Lied des Achilles habe ich ja gelesen, nachdem ich Die Töchter von Troja gelesen hatte, weil ich da ja so im Fable war, was mal wieder Troja angeht. Ich habe ja auch lange überlegt, ob ich von Homer die Odyssee und auch Troja natürlich lese, also, ne, und ja, habe ich ja dann doch nicht getan, aber ja, dementsprechend ist Madeline Miller vielleicht zu manchem ein Begriff. Ja, Circe ist ja bekannt in der Mythologie, denn sie ist die Tochter des Sonnengottes Helios und auch von Perse und ja, wir erleben hier ihre Lebensgeschichte, also wirklich, wer sie ist, woher sie kommt, wie es mit der Familie war, welche Probleme es gab und man kennt Circe vielleicht auch aus der Odyssee, denn sie ist die Geliebte von Odysseus, wenn ich mich jetzt nicht richtig erinnere, nicht ganz falsch erinnere, ich glaube, so war das auch. Und ja, sie ist auch an mancher Verwandlung schuld, zum Beispiel was den Meeresgott Glaukos angeht oder auch der Seeungeheuer Scylla. Das sind so Dinge, die man damit vielleicht so ein bisschen in Zusammenhang bringt, insofern man sich für diese ganze Mythologie überhaupt interessiert. Ich fand es eine spannende Geschichte. Ich fand toll, wie die Aufmachung war, wie uns das erzählt wurde. Es war sehr detailreich. Das wäre vielleicht tatsächlich auch so ein bisschen mein Kritikpunkt, dass es zu viele Details sind. Aber ich fand es toll. Mir hat es unglaublichen Spaß gemacht, mich in diese Zeit gebracht, mir diese Probleme der Götter, der Titanen, wie die auch miteinander umgehen, agieren, auch noch ein bisschen so der Trojanische Krieg, welche göttlichen Hintergründe daran schuld waren. Und das fand ich einfach spannend. Ich finde sie sowieso einen sehr spannenden Charakter in dieser ganzen Welt sozusagen der Mythologie und es hat mir wirklich Spaß gemacht, es zu lesen. Also wirklich ein Highlight, fand ich ganz, ganz toll. Wie gesagt, an mancher Stelle vielleicht zu viele Details, aber überhaupt nicht langweilig. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es für jemanden, den das nicht so interessiert, schon ein bisschen langweilig ist, weil irgendwann tauchen so viele Götternamen auf, dass man sich denkt, ja, wer ist da jetzt wichtig? Am Ende ist gefühlt gar kein weiterer wichtig, aber ihr wisst, ne? Und ich fand es aber toll. Mir hat es echt Spaß gemacht und ja, es bleibt auf jeden Fall erstmal im Regal. Dann habe ich gelesen Beste Freundinnen von Max und Jakob und dazu habe ich gegriffen auch einfach so ein bisschen nach meinem Urlaubstief sozusagen oder war es dann ein Urlaubshoch und ein Alltagstief, man weiß es nicht, dass einfach mal was Leichtes lesen wollte und zwar ja, wenn Männer über Frauen, Sex und den Sinn des Lebens rennen. Das Buch habe ich von einer lieben Freundin geschenkt bekommen und ich mag den Podcast der Zweien super gerne. Ich fand die ersten Folgen von ihnen wirklich noch super spannend, interessant. Mittlerweile finde ich den Podcast nicht mehr ganz so spannend, weil er für mich so den gewissen Reiz ein bisschen verloren hat.
Aber das, ich höre ihn trotzdem immer noch, wenn mich die Themen interessieren. Man muss aber dazu sagen, dass das Buch tatsächlich eher den Anfang oder die ersten Folgen des Podcasts beinhaltet, aber halt natürlich komprimiert und kleiner und zusammengefasster. Das fand ich persönlich ein bisschen schade, es war aber dennoch unterhaltsam und wer vielleicht den Podcast nicht kennt und gerne mal Männer darüber hören, nein, lesen möchten, nein, wenn man selbst darüber lesen möchte, was Männer über diese Themen denken, ich glaube, so wird jetzt ein Schuh drauf, der hat da auf jeden Fall seinen Spaß dran. Also es sind lustige Passagen dabei, die zwei sind super sympathisch, die zwei sind lustig, unterhaltsam und man merkt einfach, dass die irgendwie so auf einer Wellenlänge sind, dass die befreundet sind und dass die eben ihren speziellen Art von Humor auch im anderen gefunden haben und es macht Spaß, aber war für mich kein Highlight, einfach weil ich die Podcasts dazu kenne, beziehungsweise auch die Folgen zum großen Teil kenne, in dem ja, sozusagen auch die Themen darüber besprochen wurden. So, jetzt schläft der Fuß ein, das habe ich jetzt auch nicht wieder bedacht, aber man muss noch so ein bisschen ins Video drehen, wieder reinkommen. Ja, dann kommen wir aber schon zum nächsten Highlight. Und zwar ist das Fortune Cookie Love von Annalena Karnau. Ich habe ja die erste Staffel ihrer Zombie-Reihe gelesen und absolut geliebt. Und auch noch zwei, drei andere Bücher von ihr gelesen und habe mir das damals geholt, als es herausgekommen ist. Und wir treffen in der Geschichte auf Ari, ein ja, wirklich wunderschöner Name, den ich mir gut merken konnte, die ihren Vater vor Jahren verloren hat und eine Art Tagebuch über das Glück und Unglück führt. Das heißt, sie rechnet sich hoch, wenn ihr etwas Gutes passiert und sie zieht wieder Punkte ab, wenn ihr etwas Schlimmes passiert und es gibt eine gewisse Zahl, da passiert eben immer etwas ganz, ganz Schlimmes. Und ich finde diese Idee von einem Glücks-Unglücks-Tagebuch wirklich irgendwie spannend, interessant, auch wie sie selbst Dinge einkategorisiert. Ja, dann wird sie arbeitslos und macht im Grunde oder muss eine Reise zu ihrer Oma ins südliche Griechenland unternehmen und entschließt sich kurzerhand dazu, da sie kein Freund vom Fliegen ist, ja, das Auto zu nehmen. Und dann erleben wir einen Roadtrip, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Wir erleben eine Geschichte, wo ich überhaupt nicht damit in irgendeiner Art und Weise gerechnet hätte, dass mir diese Geschichte so passiert. Also, dass diese Geschichte das in mir auslöst, was es getan hat. Ich fand die Geschichte nämlich großartig. Ich mag den Stil von Annalena Karnau. Ich mag ihre Gedanken in dem Buch. Ich mag Ari. Ich mag Jules, den wir im Grunde kennenlernen und der sie im Grunde auch auf die Reise begleitet. Ich mag diese kleinen Nebencharaktere, auch wenn die Familie ein bisschen sehr schrullig und merkwürdig ist, mag ich dennoch solche Charaktere immer sehr, sehr gerne. Ich mag auch einfach diese Reise und ich mag eben auch diese Idee eines Glücks- und Unglückstagebuch. Und es ist ein ganz, ganz toller Stil, ein schönes Highlight, wie uns das einfach auch erzählt wird und wirklich mich auch wirklich sehr berührt hat. Und ich habe auch einfach gar nicht damit gerechnet. Also ich weiß, dass Annalena schreiben kann, dass sie das toll macht, dass sie es grandios rüberbringt und dass sie wirklich unterhalten kann, aber dass sie wirklich so berührend mit einer so coolen Idee und so modern und frech und einfühlsam, das war wirklich toll. Also wirklich ein Highlight und hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Dann kommen wir zu einem Buch, was mich aus dieser ganzen heile Welt herausreißen sollte und ich habe zu einem Thriller gegriffen. Und zwar von Simon Beckett, Die Chemie des Todes. Das ist der Auftakt der David Hunter-Reihe. Von dem gibt es wohl aktuell, soweit ich es gesehen habe, 6 Teile. Und David Hunter ist dafür bekannt, dass er ein forensischer Anthropologe ist, eigentlich jetzt irgendwie in Auszeit ist und als normaler Arzt jetzt hier in so einem Dorf tätig ist. Ich habe das Buch in Münster mitgenommen. Ich bin lange um diese Reihe herumgeschlichen, weil die immer sehr gehypt wurde. Mir klang die Reihe aber immer zu blutrünstig, zu eklig, zu brutal. Zudem ist es ein forensischer Anthropologe. Da kann man sich seinen Teil auch noch dazu denken. Und ich habe das Buch an einem Wochenende weggelesen. Schreibtechnisch wirklich ganz, ganz toll. Sehr spannend aufgebaut, sehr interessant auch gemacht. Es ist sehr kurzweilig. Das Ende war mir zu schnell und zu konstruiert. Also da liefen dann so viele Dinge irgendwie so parallel, wo ich dachte, das fand ich nicht ganz so gelungen. Ich muss auch tatsächlich sagen, ich verstehe den Hype nicht so richtig. Also ja, es ist ein spannender, kurzweiliger, auch gut geschriebener Thriller. Aber ich habe mir ein bisschen mehr erwartet. Also ich habe mich kaum geekelt, das hat mich sehr gewundert. Was aber wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass man David Hunter als forensischen Anthropologen gar nicht so richtig
zur Tat hat kommen lassen. Ich weiß nicht, ob das in den anderen Teilen dann irgendwie ein bisschen extremer wird, weil ich habe mir schon einen extremeren Sherlock Holmes in irgendeiner Art und Weise vorgestellt, der wirklich uns all das auch erzählt, was er findet, was er sieht, was er untersucht. Das war für mich nicht so richtig greifbar und das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Aber wenn ihr die Reihe vielleicht gelesen habt, sagt mir mal, ob das in den anderen Teilen ein bisschen stärker wird, dann würde ich weiterlesen. Ansonsten wäre das jetzt so, wo ich sage, okay, in sich abgeschlossener Fall. Die Liebe zu David Hunter verstehe ich noch nicht so ganz, aber wie gesagt, vielleicht braucht das auch einfach ein paar Teile. Und ja, ich fand es auch leider nicht komplett überwältigend. Ich fand es auch irgendwie nicht unheimlich. Also, ich habe mich nicht sehr gegruselt oder, ja, was stimmt mit mir nicht. Ja, das besprechen wir in einem anderen Video. Ja, auf jeden Fall habe ich das auch gelesen. Und dann kommen die letzten beiden Bücher und die habe ich beide abgebrochen. Und zwar Faye, Herz aus Licht und Lava von Katharina Herzog. Und ja, das Buch habe ich auch direkt weitergegeben an die Tochter von einer lieben Freundin, weil ihr auch einfach das Cover so unglaublich gut gefallen hat, was ich auch gut verstehen kann. Ebenfalls ein unangefragtes Rezensionsexemplar gewesen. Und die Autorin ist eigentlich eine Liebesromanautorin. Ich habe das Buch nach knapp 120 Seiten abgebrochen, weil es mir viel zu kindisch war, gleichzeitig irgendwo New Adult Einflüsse hat, die ich ganz schrecklich fand. Die Charaktere verhalten sich auch irgendwie sehr fragwürdig und merkwürdig. Und ich weiß auch nicht, ich hatte mir da irgendwie schon ein Kinderbuch erwartet oder halt eine Geschichte für Kinder, die eben auch in Island spielt, was ich immer ganz schön finde. Aber die Charaktere sind einfach sehr merkwürdig und auch einfach, wie sie sich verhalten. Finde ich sehr fragwürdig und weiß nicht, ob ich das gut finde. Ich habe es auch nicht mit gutem Gewissen weiter verschenkt. Aber das Cover war einfach so schön und dann konnte ich auch nicht Nein sagen. Und auch das letzte Buch im Monat habe ich ganz frisch dann auch am letzten Tag abgebrochen. Und zwar Tagebuch eines Buchhändlers von Sean Beitel. Ein Buch, auf das ich mich tatsächlich sehr, sehr gefreut hatte, denn es geht ja um Sean Beitel selbst, der eben ja der Buchhändler in seiner kleinen Buchhandlung, The Bookshop, ist. Das liegt in Wigtown in Galloway und das ist eine schottische Stadt im südwestlichen Zipfel sozusagen von Schottland. Und der Autor erzählt uns irgendwie so wirklich sein Tagebuch. Und wer sich da jetzt eine spannende Geschichte erwartet hat, beziehungsweise das Leben eines Buchhändlers, der bekommt irgendwie nicht das, was er sich erwartet hat, muss ich ganz klar sagen. Ich habe es nach 100 Seiten knapp abgebrochen, ich glaube auch fast ein Drittel des Buches gelesen, dachte, irgendwann wird das noch irgendwie mal spannend, das wurde es nicht. Die Geschichte ist im Grunde keine Geschichte, sondern stichpunkthaltig, mehr oder weniger erzählt, jeder Tag, was im Buchhandel passiert ist. Er schreibt immer wieder auf, wie viele Bücher er verkauft hat, wie viele er gefunden hat, welche Einnahmen er bekommen hat. Das finde ich tatsächlich ganz schrullig und sympathisch und das war auch so, wo ich dachte, okay, es kann auf jeden Fall irgendwie cool werden, aber ansonsten haben wir so pro Tag eine halbe Seite, was irgendwie passierte, welche Bücher er fand, welche Kunden hereinkommen, welche Kunden immer wieder kommen. Und ich fand das insgesamt sehr, sehr langweilig. Und es war halt auch so emotionslos geschrieben und ja, hat mir tatsächlich nicht so richtig gefallen. Und ja, fand ich tatsächlich ja, sehr schade. Also es war irgendwann sehr langweilig und ja, es war so emotionslos und das fand ich irgendwie schade. Und man denkt auch, dass der uns so seinen Buchhandel näher bringt und uns zeigt, was Buchhandel bedeutet, was Buchhändler bedeutet. Und ja, ich weiß auch nicht, hat mir irgendwie nicht so richtig gefallen, konnte mich nicht so richtig begeistern und ja, wurde eben dann auch einfach abgebrochen. Ja, passiert manchmal. Ja, das waren sie jetzt, die 13 Bücher. Und insgesamt fand ich das jetzt zurückblickend gesehen gar nicht mal so schlecht, was ich so gelesen habe. Mit Ausnahme natürlich der abgebrochenen Bücher. Aber ja, hat man halt durchaus auch immer mal. Ja, dann war ich im Urlaub, nein, kurz nach dem Urlaub im Kino. Und zwar in Once Upon a Time in Hollywood. Der neue Quentin Tarantino ist da. Und ich bin ein kleines Fangirl von Quentin Tarantino. Ich habe, glaube ich, tatsächlich alle Filme gesehen. Ich feiere die einen mehr, die anderen weniger. Ich bin zum Beispiel gar kein Fan von Kill Bill. Da habe ich auch, glaube ich, den zweiten Teil nicht gesehen, weil ich den ersten schon nicht so toll fand. Und ich mochte tatsächlich auch Pulp Fiction nicht. Ich verstehe den Hype um diesen Film überhaupt nicht. Wir haben jetzt aber schon festgestellt, egal mit wem man spricht, entweder man mag Tarantino oder man mag Pulp Fiction. Es gibt gefühlt kaum jemanden,
der sagt, er feiert beides. Und das finde ich sehr faszinierend, weil ich mich dann auch so gefragt habe, woran könnte das liegen? Also ist Pulp Fiction so anders als sonst Tarantino oder was ist es irgendwie? Und ja, auf jeden Fall mag ich sonst die Filme von Tarantino sehr. Ich mag die Art, wie er auf Dinge seinen Blick richtet sehr gerne, wie er Dinge erzählt, dass er einfach anders ist und anders ist und es auch sein kann, weil er eben Tarantino ist. Ich mag das sehr. Und mich hat so eine liebe Freundin gefragt, erzähl doch mal, um was geht's eigentlich in Once Upon a Time in Hollywood? Und ich saß erstmal so einen Moment da und hörte die Jeopardy-Musik in meinem Kopf und dachte, ja, irgendwie eine Geschichte ist in der Geschichte nicht. Also ja, wir erleben Leonardo DiCaprio, der eben mal ein Revolverheld sozusagen war in seiner früheren Zeit, also halt in der Serie mitgespielt hat, die zur damaligen Zeit sich halt mit Western beschäftigt hat. Wir treffen auf Brad Pitt, der sein Stunt-Double spielt, der einfach nur geil ist. Ja, überhaupt diese Kombi DiCaprio und Brad Pitt in einem Film, glaube ich, gab es bisher noch nie. Und es musste wahrscheinlich auch wirklich ein Tarantino sein, der die beiden grandiosen Schauspieler schon seit über 20 Jahren, wenn nicht gar 30 Jahre zusammengebracht hat. Es wurde einfach Zeit. Ja, also die beiden sind das große, große Pro. Die Geschichte geht ja so um dieses Hollywood, um den Wechsel in den 60er Jahren, wie es eben von dem einen Hollywood ins andere wurde, wie es ein bisschen glamouröser wurde, wie so mancher Hollywoodstar eben mit einem Mal irgendwie kein Interesse mehr an dem war, während andere gerade erwacht sind, unter anderem Sharon Tate, die ja die Frau damals von Roman Polanski war, den man ja heute auch noch als Regisseur kennt. Unter anderem war er ja zum Beispiel auch in Tanz der Vampire als Schauspieler selbst mit dabei und da kennen wir auch sie her, denn sie spielt da drin ja im Grunde auch eine Rolle und es sollte wohl anfangs auch ein bisschen mehr um Sharon Tate gehen, die ja das erste Opfer, glaube ich, war, der Manson-Familie, Sekte, was auch immer. Und irgendwann hat aber Tarantino wohl gesagt, okay, er möchte diesem Serienmörder eigentlich gar nicht so viel Aufmerksamkeit geben und eher ihre Geschichte so ein bisschen erzählen. Und das tut er irgendwie auch. Es sind so viele Geschichten und gleichzeitig so viel Hollywood, dass man sich so denkt, es hat gar keinen roten Faden. Es ist keine einzelne Geschichte, sondern sie wirkt durch ihre kleinen Feinheiten. Und spätestens, wenn DiCaprio eine Rolle spielt, die eine Rolle spielt, die eine Rolle spielt, hat man mich. Ich fand es einen grandiosen Film. Ich bin nach wie vor gehypt. Ich glaube, dass beim zweiten Mal schauen, wenn er irgendwann irgendwo abrufbar ist, dass ich den dann noch geiler finde, weil man dann so viele Dinge entdeckt, die man im ersten gar nicht mal wahrnimmt. Und ja, ich fand es großartig. Und ich fand auch einfach die Mischung DiCaprio und Brad Pitt Hammer. Ich bin von beiden Schauspielern seit Jahrzehnten Fan. Ich sehe noch Leonardo DiCaprio vor mir in Unser lautes Heim und auch Brad Pitt bei Selma and Louise und wie dann die Karrieren weitergingen. Und ich feiere nicht alles, was beide machen, gar keine Frage. Aber ich finde einfach, dass die das toll können. Also beide sind für ihre Generation, und ich meine, es liegen ja doch 10, 12 Jahre zwischen den beiden, auf jeden Fall einfach wirklich absolute Granaten, wie ich finde. Und ja, ich finde es toll, dass die beiden da einfach so geil zusammen gespielt haben und halt in einem Tarantino waren. Ich finde das toll. Ich habe mich drüber gefreut. Serientechnisch habe ich Big Little Lies angeguckt, die zweite Staffel, als sie noch auf Sky lief. Ich kam nach dem Urlaub irgendwie wieder und Phil hat schon so erzählt, dass er die Serie jetzt ja immer wochenweise, glaube ich, auch gesehen hat. Und dann dachte ich mir, ach, naja, jetzt sind alle Folgen da, da fängst du mal an. Habe aber die Rechnung ohne Sky gemacht, denn als ich die letzte Folge anschauen wollte, war die zweite Staffel irgendwie von Sky Go verschwunden. Ohne dass es da stand, fand ich sehr, sehr ärgerlich und ja, zum Glück war sie aber auf Prime käuflich erwerblich und so habe ich das auch getan und habe die zweite Staffel auch sehr gefeiert. Ja, Big Little Lies ist ja auch eine Buchverfilmung. Die erste Staffel lief, glaube ich, 2017 oder letztes Jahr. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, ich habe sie letztes Jahr angesehen, hat einige Preise abgeräumt, hat einen Wahnsinns-Cast. Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Zoe Kravitz, einen Skarsgård, ich glaube, man spricht das ja Skård hinten aus, ich bin mir gerade nicht sicher, und auch noch eine andere Name, ich schon wieder verdrängt habe. Ein Wahnsinns-Cast, tolle Story, spannend, packend, düster, zeigt uns, dass das Glamour-Leben eben durchaus auch dunkel und voller Intrigen sein kann. Ich fand die erste Staffel mega, habe die gefühlt so in 3 Tagen weggesuchtet. Ähnlich war es jetzt auch hier mit der zweiten Staffel, die Geschichte weitererzählt, eine andere Geschichte trotzdem erzählt. Wir Meryl Streep dabei haben als einen Charakter, den ich absolut geliebt habe, obwohl sie so
ja, unsympathisch ist, fand ich sie trotzdem toll. Und es ist einfach Wahnsinn. Es ist eine Hammer-Story, die mir sehr viel Spaß macht. Es gibt, glaube ich, Gespräche über eine dritte Staffel. Dies würde für mich durchaus auch Sinn machen, da eine dritte Staffel noch zu erzählen. Und ich würde mich darüber freuen. Aber man weiß natürlich bei so einem Cast nicht, ob das überhaupt umsetzbar ist und dass die sich jetzt noch für die dritte Staffel irgendwie begeistern können. Und dann habe ich auch die dritte Staffel angeschaut von Tote Mädchen lügen nicht. Und ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, kommt das Video vorher oder nachher? Wahrscheinlich nachher. Deswegen werde ich jetzt gar nicht so viel darüber erzählen. Ich habe mir die auf jeden Fall auf Netflix angesehen, auch in einem sehr intensiven Zeitrahmen und die letzte Folge zum Glück auch nicht so ganz allein. Und es ist Tote Mädchen lügen nicht. Ne? Es hat eine Sogwirkung auf mich, die ich nicht so richtig in Worte fassen kann. Und ich glaube, dass das Tote Mädchen lügen nicht Video jetzt nach dem Monatsrückblick kommt. Von daher verweise ich einfach auf, mache jetzt einen Cliffhanger auf und verweise auf das Video, was am Dienstag kommt. Ja, und werde da dann einfach drüber quatschen. Weil ich glaube, jetzt am Donnerstag kam das Film-Kino-Video. Ja, ansonsten würde ich es jetzt so machen, dass es einfach so ist. Egal, ob es der Plan irgendwie anders vorgegeben hat, weil ich es gerade nicht besser weiß. Ja, das habe ich mir auf Netflix angesehen und auch ich kann einfach schon mal sagen, ich gebe eine Empfehlung, die aber sehr eingeschränkt ist. Und dazu dann am Dienstag einfach mehr. Ja, Filme, Serien, Bücher. Björn ist am Donnerstag auf dem Kanal, da freue ich mich wirklich sehr drauf. Also wenn ihr Fragen habt zum Buchhandel, zu Hugendubel, zum Deutschen Buchpreis, gerne in die Kommentare, nehme ich gerne dann zum Hangout mit. Und ansonsten die Woche drauf gibt es noch einen Hangout, ist das der 17.? Ja, ich glaube schon mit der lieben Jasmin Zipperling, mit der spreche ich über Himmeldonnerglöckchen. Und ansonsten geht es dann die nächste Woche weiter mit der Bücherwoche. Ich habe es, glaube ich, auch nichts vergessen. Ich überlege gerade. Nein, ich war auch gar nicht so verpeilt, wie ich mir das vorgestellt habe. Die Neuzugänge waren, also ich habe das Video geschnitten. Ich habe gedacht, mein Gott, Steffi, du, so viel Unfug. Ja, was ist dir da nur durch den Kopf gegangen? Ja, so ein bisschen fühlt sich das gerade auch wieder an. Aber ja, alles in allem ein wirklich toller Monat. Schöne Bücher, schöne Zeit. Urlaub ist sowieso immer die schönste Zeit gefühlt im Jahr. Und es dauert ein ganzes Weilchen, bis ich wieder Urlaub habe, nämlich erst Ende Oktober. Dann ist gefühlt schon fast Winter oder es ist vielleicht sogar schon Winter. Hat ja durchaus schon Ende Oktober auch bei uns geschneit. Was ich im August ja auch noch gemacht habe, war eine Lama-Tour. Fand ich auch sehr cool. Aber vielleicht mache ich dazu mal ein extra Video, weil ich möchte eigentlich direkt zeitnah noch mal eine Lama-Tour machen. Und zwar eine längere Tour und vielleicht erzähle ich danach dann ein bisschen mehr. Konntet ihr auf Instagram sehen, schaut gerne mal in die Infobox, da verlinke ich das auch. Alle Bücher packe ich da rein. Und ich habe es, glaube ich, auch nichts vergessen, irgendwie zu erzählen. Und ich glaube, das war's jetzt. Wenn ihr irgendwie was zu den Büchern wissen wollt, schaut unten in die Infobox, da packe ich alle Informationen rein. Wenn ihr vielleicht selbst schon eins der Bücher gelesen habt oder noch auf dem Sub habt oder auf der Wunschliste, könnt ihr mir das gerne schreiben, auch wie euer Büchermonat war, ob ihr vielleicht die Filme, Serien gesehen habt, alles gerne unten in die Kommentare, würde ich mich auf jeden Fall sehr über den Austausch freuen. Und bevor es jetzt noch wirrer wird, denke ich, beenden wir den Monatsrückblick. Es dauert ja eh schon lange genug und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.